Ja? Die erste Aufgabe, die wir rechnen sollten, war 11 hoch 182 modulo 19 ist gleich. Sie müssen aber einen Fall finden, wir dürfen trotzdem nicht jetzt parallel reden, weil diese Kamera jedes Nebengeräusch aufzeichnet. Okay, so. 11 hoch 182 modulo 19. Ja, der DGT von 11 und 19 ist ja 1. Und daher können wir den Satz von Euler anwenden. Okay, der GGT von 11 und 19 ist gleich 1. Und deswegen können wir den Satz von Euler anwenden, der dafür voraussetzt, dass der GGT von 11 und 19 1 ist. Dann kann man etwas folgern, nämlich? Dass 11 hoch 18 Kongruent zu 1 modulo 19 ist. 11 hoch 18 Kongruent zu 1 modulo 19 ist. Und wie kommt man darauf, dass 11 hoch 18 Kongruent zu 1 modulo 19 ist? Wenn jemand anders. Was sagt nochmal der Satz von Euler? Wie kommt man darauf zu 18? Ja. Ja, weil wir hatten ja diese Art Pi-Funktion und dann war ja, wenn P eine Primzahl ist, dann ist P minus 1, also dann ist Primzahl minus 1. Genau. Hier oben steht Phi von M Modul bei dem Satz von Euler und weil wenn es eine Primzahl P ist, dann ist Phi von P ja P minus 1. Ja, Phi von P einer Primzahl ist P minus 1. Also 90 ist eine Primzahl, ganz offensichtlich, weiß man, 11 hoch 18 ist dann, also 11 hoch 19 minus 1, das kommt mal 1, modulo 19. Das Ziel ist ja bei so einer Potenz, die so umzuformen, und die Kongruenzrelation auszunutzen, derart, dass irgendwann mal ein Ausdruck dabei entsteht, den man einfach ersetzen kann durch einen sehr viel einfacheren Ausdruck, wie beispielsweise die 1. Das heißt, wir wissen jetzt in unserem Fall, wir können, wenn wir umformen, irgendwo die 11 hoch 18 vorkommt, na, vorausgesetzt wir multiplizieren und addieren, oder subtrahieren, dividieren ist immer nicht schwierig, alles klar, aber in multiplikativen Ausdrücken auf jeden Fall, wenn wir so umformen, dass 11 hoch 18 vorkommt, können wir die durch 1 ersetzen, haben wir schon was gewonnen. Wie würden Sie vorschlagen, so mit diesem Ausdruck zu formen? Ja. 11 Quadrat mal 11 hoch 18 hoch 10. Ich schreibe es mal so hin. 11 Quadrat mal 11 hoch 18 und dann? Hoch 10. Genau. Richtig. Mit den Potenzgesetzen ist immer, da muss man wirklich aufpassen, da tut sich da leicht, selbst wenn man sie kennt. Ich will gar nicht sagen, dass man die Potenzgesetze nicht kennt, aber selbst wenn man sie kennt, vertut man sich gleich. Manchmal ist man geneigt, bei 11 hoch 180 zu schreiben, 11 hoch 18 mal 11 hoch 10. Sind Sie immer vergegenwärtigt, das ist nicht dasselbe wie 11 hoch 180, sondern das wäre dasselbe wie 11 hoch 28. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, 11 hoch 180 ist dasselbe wie 11 hoch 18 hoch 10. Okay, so, können wir jetzt weitermachen. Ja? Wir haben ja herausgefunden, nach dem Satz von Euler, dass 11 hoch 18 Kongruent 1 hoch 19 ist, also 11 Quadrat mal 1 hoch 10 ist auch 1. 11 Quadrat mal 1 hoch 10. Was auch wieder 1 wäre, Kongruent. Genau, das wäre 6, also Kongruent 11 Quadrat. Und 11 Quadrat ist 7 Kongruent, also 19. Ja, das ist ja ein bisschen genau. Wie können wir jetzt weitermachen mit 11 Quadrat? Das ist ausmultipliziert, 11 Quadrat 121 mal 19 ist 7. Kann man machen. 11 Quadrat 121, modulo 19, wenn ich jetzt 121 durch 19 teile, kommt was raus? 7. 7. 7 modulo 19. So, das heißt, 7, oder? Das geht doch einfach. Wenn wir jetzt hier angefangen haben, überlegen wir, wie Sie da am Anfang angegangen sind, ne?
11 erstmal vielleicht mal quadrieren und schauen, was passiert. Dann kommt dann 7 raus, ah, hat nicht so ganz geklappt. Müssen wir das vielleicht mit 3 nehmen oder 4, da fängt man an zu raten. Und der Satz von Euler, der sagt einem einfach 11 und 18, die man nicht aufweisen kann, das Ganze rausziehen. Also das Suchen nach einem Ausdruck, der Kongruent 1 modell ist, fällt weg, weil der Satz von Euler einen schon einfach so einen Ausdruck liefert. Vorausgesetzt, M und A sind Teile von okay. So, jetzt haben wir also ähnliche Aufgaben weitere gehabt. Die nächste Aufgabe war 19O. 19O, 1683, Modulo 24. So, das ist die zu lösende Aufgabe. Was prüfen wir jetzt als erstes, wenn wir mal warten? Ja? Sehr gut, genau. Wir gucken erstmal, ob der GGT von 1924 gleich 1 ist. Wenn das der Fall ist, dürfen wir den Satz Euler anwenden, dann müssen wir nicht suchen. Ist der Fall. 19 ist die Primzahl, 24 ist Rechenfach ist dieser Primzahl, also muss der GGT Einzeichen. 1924 haben wir GGT 1. Ist gleich 1, also folgt daraus was? Von 24. Ne? Und dann sagen wir, Phi von 24 ist gleich 8. So, wie ist man denn da drauf? Durchgegangen, ne? Alle Zahlen von 1 bis 24. Hätte ich an der Stelle auch so gemacht. Kommen wir auf 8 Teilerfremde Zahlen. Welche sind denn Teilerfremde zu 24? 1. 1. 5. 7. 5. 7. 11. 11. 13. 13. 17. 19. 17. 19. Und 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8 Teilerfremde Zahlen im Bereich von 1 bis 24. Das ist Teilerfremde zu 24. Man muss ein bisschen aufpassen. Ein Denkfehler, den man hier machen kann, ist zu sagen, die 9 ist da oben drin. Es geht hier nicht um die Teiler von der 24. Die 9 ist kein Teiler von der 24. Aber 9 und 24 sind nicht teilerfremd. Die haben den gemeinsamen Teiler 3. Also ist die 9 nicht hier mit ihnen. So. Natürlich ist eine Schwierigkeit, Phi von irgendeiner beliebigen Zahl zu bestimmen. Phi von einer Primzahl ist einfach zu dem Satz. Phi von einer beliebigen Zahl ist nicht ganz so einfach, denn, naja, man muss halt ausprobieren. Und morgen werden wir praktisch die ganzen 90 Minuten Vorlesung mit Tricks verwenden, wie man Phi von irgendeiner Zahl berechnet. Das Mikro verführt dazu, dass ich da plaudern. Man hat jeden Mucks in der Kamera. Jede. Genau, okay. Und natürlich ist sozusagen die Idee nicht der Sache, dass man das Suchen nach geeigneten Potenzen ersetzt durch das ewige Suchen nach einer fremden Zahl. Also wir wollen eigentlich viel von der Zahl auch einfach berechnen. Dann beschäftigen wir uns morgen. Heute kommt es erstmal das Suchen. 8 ist völlig wichtig. Dann wissen wir 19 hoch 8 ist Komponent 1 Modulo 24.
Damit können wir doch schon was anfangen. 19, Gesundheit, Hochgesundheit, 16, 83, ist Konkurrent wozu? So. Wie machen wir weiter? Ja? 19 hoch 8 hoch 210. Genau, wir haben die 1680 durch das ersetzt. Ja, genau. Und dann bleiben wirklich 1903. 1903, genau. 1908 fällt weg, weil das ist Konkurrent 1 Brutto 24, also können wir gleich schreiben, das Konkurrent zu 1903. Wie machen wir jetzt weiter? Wer hat eine Idee? Ja? Ausrechnen kann man 19.03 ausrechnen, macht man das Ganze gern, kann man machen. Ja. Dann durch 24 teilen. Genau. Also man kann 19.03 ausrechnen und dann Division mit Rest durch 24 machen. Das ist ein Weg, der funktioniert. Das ist ein langwieriger, mühsamer. Wenn wir modulo rechnen, kann man immer wieder Tricks verwenden. Ich würde gerne Ihnen zeigen, oder dass Sie sozusagen merken, wie einfach es ist, wenn Sie einfach mal scharf finden sehen und Tricks verwenden. Welchen Trick haben wir hier verwendet? Ja. Also, ich habe es zerlegt in 19 mal 19 hoch 2. 19 mal 19 hoch 2, okay, und dann? Haben wir die 19 zum Quadrat ausgerechnet. 19 Quadrat ausrechnen. Genau. Und Modulo 24 rechnen. Ja, kann man machen. Es ist so ähnlich, als würde man 19.03 ausrechnen. Ja. Ja, das steht nicht schlecht, aber ich hätte dann 19 einfach als minus 5 geschrieben. Ja, genau, 19 selbst wie minus 5. Ja? Je näher ich bei der 0 oder bei der 1 wollte, desto leichter wird. Ja, 19 hoch 3 zu rechnen ist schwierig. Minus 5 ist schon einfach. Modulo 24 ist die 19 Konkurrenz zu minus 5. Wenn man von der 19 24 abzieht, ist man bei der minus 5. Ich kann ja immer 24 draufzählen oder 24 abziehen, wie nehme ich auf, bleibt immer noch derselben Konkurrenz. So, was mache ich jetzt als nächstes mit der minus 5 hoch 3? Ja? Ja, jetzt, wie Sie gesagt haben, eben minus 5 Quadrat mal. Was ist ein minus 5 Quadrat? Ist 25 oder ist 1? So. Minus 5 hoch 3 ist selber minus 5 Quadrat mal minus 5. Minus 5 Quadrat ist dasselbe wie 25. Und 25 ist Modulo 24 und 1. Also bleibt minus 5 übrig. Und minus 5 ist dasselbe wie 19. Also hätte man sozusagen eine minus 5 gar nicht umformen müssen, das bleibt dann am Schluss, das ist aber auch schlimm. Es ist so schön, in Restklassen zu rechnen. Restklassenmengen zu rechnen. Toll. Kann man Trick A, Trick B anwenden, da schaut man mal scharf hin, zieht einen Teil raus und alles löst sich so